habe ich auch noch einen Punkt offen. Autsch. Das tut jetzt richtig weh. Übrigens, wenn man es so, sich so anguckt, Treppen hoch, dodgen. Ach, die Sheet Rod bekommt man hier. Teardrop ist schon mal nicht schlecht. Die Teardrop ist nämlich eine sehr interessante Waffe. Im Gegensatz zu anderen Waffen im Spiel. Wenn das nämlich gleich mal laden würde. Hat die Shield Rod nämlich... ja, sortieren wir erstmal. Je nach Schild, das man nämlich verwendet, hat die eine andere Fähigkeit. Weiß es allerdings nicht. Ich versuche das hier nämlich gerade. So viele Schilder habe ich ja leider noch nicht. Die Angriffsfrequenz von der Shield Rod ist ja auch nicht gerade so bombastisch, aber... es geht, sage ich jetzt mal. Der 1000 Durchlöcherung, so. So, damit habe ich auch den Punkt. Und da oben fehlt mir das auch noch. Normalerweise bin ich eigentlich auch kein Freund von... Habe ich das eigentlich kaputt? Ja. Ja, habe ich. Normalerweise bin ich auch kein Freund davon, wenn ich irgendwas Sinnloses hier zeige. Aber ich bin hier... Wenn ich gerade mal hier bin, dann kann ich das auch mal eben kurz machen. Aua. So. Okay. Aua. Okay, von da aus komme ich nicht hoch, dann muss ich eben halt hier hin.
So, und hier brauchen wir die Spike Breaker. Ob das halt so viel schneller geht, ich glaub's eher nicht. してる男かどうかも知らんが、ベルモンドのものが見かけた。本当？やっぱりここに来てたのね。だが、奴は敵として現れた。しかもこの城の城主として。そんなはずない。でも、もしそれが本当なら、きっと訳があるはずよ。ごめんなさい。私行かなきゃ。 Ja, die gute Maria. Hier haben wir den Silver Ring. Und mit dem Silver Ring und dem Gold Ring. Das ist einfach nur so lächerlich, so durch die Gegend zu laufen. Meiner Meinung nach. Es ist nicht viel schneller. Ich glaube, das ist minimalistisch schneller. Aber so, damit müssen wir nämlich wieder zurück in den Glockenturm. Komische Ring oder was auch immer darstellen soll. Aber richtig nicht. Ich habe gezeigt, was die Subweapon kann. Nämlich sehr gut an den Herzen zu ziehen. Ich habe mir übrigens auch vorgenommen, gegen Ende des Spiels die Karte aufzudecken, allerdings offscreen. Ich habe keinen Nerv dazu, das onscreen zu zeigen. Weil würde das Let's Play auch nur sinnlos in die Länge ziehen. So. Wir haben jetzt hier den Gold- und Silberring. Open the... Together we will open the way at the grand clock. Ein bisschen länger als jetzt in der europäischen Fassung. Wenn die Uhr 13 Mal schlägt. Damit öffnet sich hier der kleine Pfad. Mhm.
mein Life-Max ab, ein Hard-Max ab. Können wir nämlich ganz gut gebrauchen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt... Kommt, wir gehen mal im Uhrzeigersinn. やっぱりあなたの言った通りだった。やはりベルモントだったか。私には彼の意志だとは思えない。でも私の力では彼をリヒターを止めることはできない。だが止めねばならん。分かってる。そうだ。これを持っていって。これは身につけていれば邪悪な幻を見破ることができるはずよ。 そうか。では奴が死なずに済むよう祈っているがいい。 Ja, in der Sega Saturn Fassung, als auch ich meine in den nachfolgenden Versionen ebenfalls, ist hier nämlich ein Bosskampf, und zwar gegen Maria. Und Maria ist nicht gerade so leicht zu besiegen. Sie ist zwar jetzt nicht sonderlich schwer, aber... Ich hatte am Anfang auch meine kleinen Probleme gehabt, so wie überall im Spiel eigentlich. Aber das sind auch Geschichten von vorgestern, so. Ah ne, das geht eigentlich noch vom Weg her. Da irgendwo hier in der Nähe ist dann ja auch der Sprint möglich. Genau hier. Ich liebe den Sprint. Das ist ja neblig. Nee, ich habe kein Level up. Allerdings. Achso, ich brauche noch ein bisschen. Da ganz unten war ich noch nicht gewesen. Da gibt es aber nichts Sinnvolles. Gab es nie und wird es auch nie geben. So, Bibliothek. Da könnte ich zwar auch hin. So ist es nicht. Aber wie gesagt, das mache ich eher später. Da gibt es zwar auch einen Ring, einen sehr, sehr wertvollen Ring zu holen. Oder wisst ihr was, ich mach das jetzt einfach. Dafür juckt es mir zu sehr in den Fingern. Dun dun dun.